Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt. Prisonarchitekt, beinahe das falsche Spiel genannt. Prisonarchitekt natürlich in der Alpha 28. Warum kommt das heute nochmal? Ich habe gemerkt, ich habe mich ein bisschen verpeilt. Also, wie soll ich sagen? Also mit den Spielen, die heute sonst noch kommen, muss heute auch Prisonarchitekt kommen. Und das andere, das war ein bisschen, ja. Raus aus dem Rhythmus sozusagen. So, kommt irgendwann mal ein Wächter. Moment, ich versuche das mal anders zu machen. So, wir machen es mal so. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht wieder Gefangene da reinbringen. Das ist nämlich das Problem. Wenn ich das grün mache, dann bringen die eventuell wieder Gefangene hier herein. Und das will ich ja gar nicht. Es ist alles ein bisschen, naja. Egal. Was mache ich mir im Kopf? Was mache ich mir im Kopf? Ich bin eh durch. Was heißt, ich bin eh durch? Das heißt, ich bin eh durch. Und das ist jetzt kein schlechter Witz oder so. Ich bin, boah, ich weiß nicht. Ich kämpfe die letzten Tage echt extrem. Also erstmal möchte ich Danke sagen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es gesagt hat. Es gibt da einen Trick, wenn man mehrere Sachen anschließen will, dass man sich das vereinfachen kann. Aber ansonsten, ey, was ich teilweise Kommentare kriege, ich komme damit im Moment gerade irgendwie nicht klar. Gebe ich offen zu. Also ich bin momentan ein bisschen, puh. Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe schon überlegt, mal eine Woche Urlaub zu machen. Naja, eigentlich muss man es ignorieren. Ist das Beste, damit umzugehen. Deshalb kümmern wir uns jetzt um Prisonarchitekt. Und ich will mich gar nicht aufregen. Nein, aufregen bringt eh nichts. Taucht nichts. So, wir gucken mal, ob wir heute nochmal zu Geld kommen. So, die Zellen, die zählt er jetzt zum Glück schon mal. Da fehlt aber immer noch Strom. Woran hängt es denn, Leute? Da hinten liegt noch keine Kabel. Haben sie das Wasser denn liegen? Das haben sie liegen. Könnte man hier eigentlich einen Duschraum auch schon versuchen einzurichten. Dazu brauchen wir viel mehr von dem Zeugs. Ach du lieber Himmel. Meine Frage an euch. Bin ich in letzter Zeit zu empfindlich? Kann schon sein. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin in letzter Zeit extrem empfindlich. Ich muss mir das wieder abgewöhnen. Ändert ja eh nichts. Beflügelt nur die, die am Ärgern wollen. Ach ja. So. Ups, nee, da wollen wir kein Kabel. Da wollen wir kein Wasser, meine ich. So. Haben wir noch Geld? Hört sich gut an. Nein. So, dann brauchen wir hier Mauern. Es geht mal auf. Ich bin begeistert. Lauft. So, wir haben so einen Tunnel gefunden. Das ist unlogisch. Muss wieder so ein Versehen sein. Ja, nicht alles, was die Hunde außerhalb finden, ist wirklich ein Tunnel. Das ist genau wie Drogenhunde. Die schlagen manchmal auch falsch an. Indem so die, für die ist ja Drogensuchen spielen. Und manchmal spielen die auch ohne, dass sie Drogen finden. Das ist halt so. So. Bin ein bisschen nachdenklich heute. Ich hoffe, ihr verzeiht's mir. Ich sagte ja, ich bin zurzeit irgendwie gerade ein bisschen, ich weiß auch nicht.
Und das, obwohl ich es besser weiß. Ne? Nicht genügend Geld. Na super, ich glaube, das machen wir auch weg. Nein, die Rohre will. Die Rohre will ich doch. Ja, wir lassen die erstmal bauen. Wurscht jetzt. So, die sind am Bauen vom Duschraum. Oh Gott, ein Hammer. Ach du lieber Himmel. Ach du lieber Himmel. Ja, die richtig fetten Typen da wollte ich ja eigentlich noch gar nicht. Die ganz, ganz schlimmen Gefangenen. Aber das kommt, das waren wahrscheinlich die Initiatoren vom Aufstand. Da passt das schon. So, wann wachsen die Bäume hier eine Stufe? Ich glaube, das dauert fast einen Tag. Ah, Mann. Na gut, die Zeit läuft langsam. Wir haben noch nicht gearbeitet hier. Es wurden noch keine Holzbretter sozusagen produziert heute. Ein gutes Zeichen, dass wir das noch irgendwie hinkriegen. So, da haben wir einen Arzt. Den schicke ich mal da runter. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es mal. Irgendwo gibt es Randale. Irgendwo macht einer Stress. Ich weiß nur nicht wer und wo. Da macht einer Stress. Was hat er denn? Family hat er. Problem Family, ja dann. Sag mal, die Tagesplanung von den hohen Gefahrenstufen ist doch die gleiche wie von den anderen. Also kann der doch jetzt zur Family gehen. Ich weiß überhaupt nicht, wo denn sein Problem ist. Seltsam. So, gerade mal beim Personal nachgucken. Wir haben nur noch einen Arzt. Ist einer hops gegangen? Was ist denn das passiert? War nicht einer der Toten, oder? Kriege ich zu viel? Oh Mann. Die stechen ihren Doktor ab. Das darf nicht wahr sein. Die Gefangenen hier, die sind aber auch so clever. So, die machen Holzbretter, das ist schon mal gut. Wir liefern frisches Holz an, das ist auch gut. Tatsächlich ein Dr. Hobbs gegangen, ist unglaublich. So, der Typi, der soll mal in die Krankenstation gebracht werden. Haben wir noch mehr Verletzte? Ich sehe sonst keine. Kann aber auch sein, dass ich die gerade mal wieder übersehe. Ist ja normal. Jeder Let's Player, der übersieht ständig Dinge. Und deshalb heißt es immer, Mann, bist du blind? Jep, bin ich offiziell. Jeder Let's Player ist offiziell blind. Ist Berufskrankheit. Das gehört einfach dazu. Wenn Let's Player wirklich alles sieht, auf was es ankommt, dann ist er kein richtiger Let's Player. Dann ist er ein Pro-Gamer, der kaum was redet, dafür aber ein perfektes Spiel abliefert. Und naja, ich weiß nicht. Ich stehe nicht so auf die Videos von Pro-Gamern. Das ist so dieser virtuelle Schwanzvergleich. Die spielen nicht mehr aus Spaß. Die spielen, weil sie alle besser sein wollen als alle anderen und wenn einer nicht gut genug ist, dann heißt, ey, du Napp bist nicht gut genug, hör auf Videos zu machen. Das finde ich mal geil. Ah ja. YouTube eben. So, Doggy Dog, geh mal in die Kantine. Da sitzt einer rum, Komfort machen. Den kannst du mal heilen, bevor der uns irgendwie hier... Ach Gott, wo latscht denn der rum? So, jetzt ist er da. Jetzt macht er den Heiler. Sieht aus, als rammelt er den von hinten. Sorry, wenn ich das sage, aber das sah so aus gerade. Muss ich als erstes dran denken. So, der arme Gefangene vibriert und guckt ganz ängstlich und der Doktor, der steht hinter ihm.
So, was haben wir denn heute vor? Ja, außer dass wir warten, dass wir wieder langsam an Geld kommen. Das heißt, dass irgendwann der Export greift und irgendwann genug Holz produziert ist und irgendwann da oben die Bäume wachsen. Oh Gott, das ist aber auch ein Drama. In die eine Stufe wachsen will ich eigentlich noch ein bisschen ausbauen, aber ich glaube, das kann ich vergessen. Ich habe kein Geld dafür, um auszubauen. Wir müssen erst Geld verdienen durch Bäume und also durch Holz verarbeiten. Die Werkstatt ist ein bisschen klein. Ich sollte hier vielleicht irgendwo eine größere bauen. Aber wie gesagt, der ganze Knast, der ist sowieso ab dieser Linie hat er Umbaupotenzial. Das hier vorne, das will ich alles behalten. Das hier hinten, das soll alles umgebaut werden. Das soll alles anders werden. Aber dazu müssen wir erstmal anfangen. Dazu brauchen wir Geld. Und jetzt haben wir wieder Geld. Sehr nice. So, wir sorgen dafür, dass wir wieder ein bisschen mehr Holz kriegen, indem wir noch eine Baumschule eröffnen. Die machen wir ein klein wenig kleiner, da sie uns hoffentlich nicht ganz ruiniert. Denn wir brauchen immer Holznachschub, sonst verdienen wir kein Geld mehr. Wenn wir kein Geld mehr verdienen, haben wir eh verloren. So, die Mittagsschicht ist dran mit Holz machen. Komm, sägt Holz, macht Bretter, please, komm, gib Gas. Wirkt irgendwie nicht so auf mich, als ob die arbeiten. Ach, die werden ausgebildet. Jetzt kommt's. Ach Mist, die werden gerade ausgebildet. Ja, und der Schreiner wird nicht ausgebildet. Doch, der wird schon ausgebildet. So, jetzt geht's nochmal an die Arbeit ran. Jetzt ist die Ausbildung zu Ende, die letzte Stunde Arbeit. Da geht's nochmal rund. Ja gut, passt. Wir brauchen Leute, die die Werkstatt eben bearbeiten können. Außerdem haben wir hier noch jede Menge Leute, die die Schulbank drücken. Das ist auch interessant. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert, bis die durch sind. Stehenchancen 76%. Oh, 18. 7, 78%. Also wir haben die Chance, dass ein paar durchkommen. Das wäre cool. So, jetzt sind wir in Miese, weil hier werden Bäume gepflanzt. Ich hoffe, dass die bald mal eine Stufe weiter wachsen. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass wir hier welche einsehen und da eben. Und die hier kommen nicht nach, wollte ich gerade sagen. So. Das heißt hier, da, oh. Der Duschkopf, das ist das Problem hier. Nicht genug Geld. Abfluss demontieren, Duschkopf demontieren. Wir machen hier die Dusche raus. Die führt zu Überschwemmung und spätestens, wenn wir hier einen Metalldetektor hinmachen, dann sterben da Leute wegen. Hatten wir schon. Ich habe schon Leute gegrillt, ohne dass ich sie grillen wollte. Nur aufgrund der Tatsache, dass Wasser in einen Metalldetektor gelaufen ist. Kam die Putzfrau, wollte das Ganze wegwischen und dann hat es gemacht. Dann war er tot. So, Sitzplätze funktioniert. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mir geschrieben, meine Leute werden nicht satt, weil ich nicht genug Sitzplätze habe. Nö, funktioniert. Die, die jetzt noch nichts zu essen hatten, das sind die, die gleich Essen kriegen. Also die ganz brutalen. Die essen ja später, die essen zu einem anderen Zeitpunkt. Und die müssen sozusagen weiter hungern. Dann nach dem Essen hier normalerweise Freizeit sein müsste, ja, ist auch,
Können nämlich die Leute noch sitzen bleiben und fertig essen. Ist kein Problem. So, Bäume wachsen. Bäume wachsen. Sehr nice. Können wir Geschwindigkeit mal wieder ein bisschen runternehmen und können uns weiter hier einen Überblick verschaffen. Wir haben momentan echt miese, miese. Was wir nicht machen dürfen, ist Holz verkaufen. Erstens bringt's nicht genug. Ja, erstens bringt's nicht genug und zweitens, ihr seht's, was passiert, wenn ich das hier verkaufe. Das bringt viel mehr Geld. Holzbretter bringen Kohle ohne Ende. Wir haben jetzt wieder 3000, weil ich jetzt per Hand verkauft habe. Sollte zwar normal nicht. Eigentlich sollte die Kette funktionieren. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, irgendwie sind da wieder welche sauer. Warum, weiß ich nicht. Gucken wir in die Bedürfnisse. Freiheit. Ja, ein paar sind bei uns immer sauer wegen der Freiheit. Weil da oben die können wir nicht frei laufen lassen. Deshalb sitzen die an dieser Sonderzelle. Verstehe ich nicht, aber egal. So, jetzt müssen eigentlich alle satt sein, jetzt werden die schon wieder hungrig, ey. Wie schnell werden die denn bitte schön hungrig? Machen wir denn Hunger? Essen? Hier, ist alles gut. Na, brauchen wir nicht weiter drüber nachdenken, alles ist gut. So, jetzt schlafen sie. Und wenn sie schlafen, werden sie eh friedlich. So, jetzt liegen auch die im Bett und jetzt geht's hier massiv bergab. Schön, wieder ein Tag überstanden hier. Ein bisschen Kohle haben wir gemacht. Ich hoffe, am nächsten Tag machen wir ein bisschen mehr Kohle. Irgendwie geht mir das auf den Keks, dass die Ausbildungszeit hier irgendwie in der Arbeitszeit liegt. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Ich kann das, glaube ich, nicht abändern. Grundausbildungsprogramm, Sicherheit, also von 3, also 3 Uhr und 4 Uhr ist, die, dann haben die noch 3 Stunden Zeit zu arbeiten. Also normalerweise sollte das hinhauen. Und hier der Tischler, ja, da hoffe ich doch mal, dass die da in der Zeit wenigstens Bretter sägen. Also es sollte eigentlich passen, ne? Aber irgendwie passiert hier wenig Produktives, wenn ich das genau beurteile. Ja, zumindest haben wir keine Hydraulikpresse mehr, da kommen sie nicht auf die Idee, Nummernschilder zu machen. Was halt noch darum fliegt, fliegt halt noch darum. So, wir sind schon an einem neuen Tag, das trifft sich gut. So, diesmal klonen, aber das klonen wir mal gescheite Sachen und nicht irgendeinen Scheiß zusammen hier. Ich glaube, hier müsste alles drin sein. Kostet 530. Ne, kostet mehr. Kostet 530 plus 250. Fast 1000 so eine Zelle. Irgendwas stimmt da nicht. Doch, 800. Doch, könnte hinkommen. Ja, wie komme ich denn da drauf? 530 plus 250 sind die 1000. Sind eher um die 800. Kommt hin. Gut, dann sparen wir uns das jetzt, diesen letzten Bau auch noch zu machen. Toiletten hier stehen schon. Mit der nächsten Kohle, die wir verdienen, versuchen wir hier drin für eine Dusche zu sorgen. Ich muss auf 200 Zellen kommen, kriege ich 20.000. Und hier, 93% haben schon die Grundausbildung bestanden. Fehlt nicht mehr viel. Sind alle durch. Haben wir das schon mal hinter uns. Dann müssen wir das Allgemeinbildungsprogramm noch einführen.
Alter Schwede. So, da gibt es auch schon 7 Interessierte. Da brauche ich 5, die bestehen. Deshalb starten wir das Ganze mal. Und das ist von 10 bis 1. Alter, also so langsam wird es ein bisschen viel, oder? Morgens und abends. Schule. Verschiedene Formate. Ne? Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Stellt bestimmt auch wieder alles auf den Kopf. Gut, wir haben einen Informanten, wenn mich da nicht alles täuscht. Wir gucken gerade nochmal rein. Wo haben wir das denn? Unter Schmuggel. Information. Und 24% abgedeckt. Der soll weiter gucken. Bin mal gespannt, was er noch erreicht, wenn wir den da einfach so eingeschleust lassen. Einfach so als Gefangenen. Um den dann vielleicht irgendwann mal wieder zu uns zu rufen, auszufragen, Infos zu haben. Dazu müssen wir mal auf sein Gefährdungslevel gucken. Nicht, dass sie uns um die Ecke bringen. Wollen wir ja nicht. So, mal gucken, ob wir die Nacht noch rumkriegen. Dann haben wir es für heute wieder geschafft. Dann kann ich mich wieder hier beim Elend suhlen. Ach ja. Und mich unverstanden fühlen. Es ist momentan, also bei mir ist viel los, also viele werden es nicht glauben, aber bei mir ist echt momentan extrem viel los und ich stehe vor großen Entscheidungen, das kann ich euch, so viel kann ich euch sagen. Das ist kein Pipifax, das sind wirklich große Entscheidungen. Und ich bin am Nachdenken, was diese Entscheidungen für mich wirklich bedeuten. Welche Konsequenz sich daraus ergibt. Aber wir haben noch 3 Dollar. Das ist ja faszinierend. So, alles tritt an für die Morgendusche. Die ersten sind schon wieder so guter Laune. Also haben so meine Stimmung. Mir fehlen noch 2 Ausrufezeichen, dann sind sie auf meiner Stimmung. Naja, das sollte keine Aufforderung sein, eher eine Feststellung. Wieso haben die jetzt eigentlich Freizeit? Break, Stopp. Wieso haben die da Freizeit? Wieso haben die da kein Essen? Ich bin verwirrt. Die brauchen normalerweise direkt nach dem Duschen brauchen die eigentlich was zu essen. Sonst geht's schief. So, ich probiere es einfach mal. Mal gucken, wie sich das Ganze dann hier anlässt. Eieieiei. Nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Der Stresspegel wächst. Ich frage mich, bei wem? Und warum? Wo haben wir es? Bedürfnisse? Familie. Familie ist ein großes Problem. Die brauchen Freizeit für Familie. Ich hoffe, das kriegen sie gleich. Freizeit. Stürzen sie an die Telefone. Oh. Und los geht's. Hier ist aber scheinbar erstmal nur einer ausgetickt. Die haben schon unter Kontrolle. Hier steht da, bewusstlos. Was ist denn los in diesem Knast? Verdammt nochmal, ey. Ich versteh's nicht. Wir haben alles, was wir brauchen, damit das hier runtergeht. Es geht aber nicht runter. Ich glaube, ich muss es anders organisieren. Ich glaube, ich muss drauf scheißen. Auf gut Deutsch gesagt, was
hier an Gefahren lauert, muss einfach einen Knast aufmachen. Dass hier alle Leute sozusagen den optimalen Zeitplan abkriegen. Da wird ein Halbtoter durch den Besucherraum geführt. Das ist natürlich spitze. Gute PR-Maßnahme. Da freut sich das Besuchervolk. So, da wird ins Bettchen gelegt. Der Doktor stürzt sich gleich drauf. Und wir sind so pleite wie sonst was. Ich hoffe, die machen jetzt bald mal Holz da oben, ey. Wo sind denn die ganzen Arbeiter? So, der wird ausgebildet. Und die machen Holz. Und das ist gut so, denn wir brauchen jeden Pfennig, den wir kriegen können. Wir sind im Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Ich hoffe, der hat die Ausbildung bald fertig hier. Bestehen Chance. Das darf nicht wahr sein. 9% Bestehen Chance, darf nicht wahr sein. Der kriegt die Ausbildung, die ein Schweinegeld kostet und hat überhaupt keine Chance, sie zu bestehen. Erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Gut, aber der Part wird zu lang. Deshalb sage ich an dieser Stelle jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick frei zockt. Prissenarchitekt in der Alpha 28. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye.